Für den kleinen Marius ist das Buddeln neben dem Bauernhof seines Opas ein Riesenspaß. Für die Archäologen ist es harte Arbeit. Sie legen die Grundmauern einer über 1000-jährigen Kirche samt Friedhof und den darin befindlichen Gräbern frei. Die Bandscheiben unfreundliche Arbeit ist wichtig, um zu erfahren, wie die Menschen in diesem Gebiet damals lebten oder wie alt sie wurden. Das Kuriosum an dieser Grabungsstelle: die frühere Wallfahrtskirche war über 1000 Jahre alt, als sie 1979 abgebrochen wurde. Der Landwirt, auf dessen Grund die Kirche stand, hatte kaum eine andere Wahl. Die ist abgebrochen worden in meiner Zeit, also wo ich schon Besitzer vom Hof war. Angefangen hat das, dass ich vom Landwirtsamt angeschrieben worden bin, das Gebäude zu sichern, weil es einfach einsturzgefährdet war, wie man da sieht. Und dann, bis mal einer vom Denkmal gekommen ist, und da haben wir darüber gesprochen und die hat dann gesagt, es wäre das Beste abzubrechen, weil die Sicherung ist doch teuer und wenn was passiert, bin ich dran. In der Maschinenhalle des Landwirtes haben die Archäologen jetzt ihr Arbeitslager. Gerätschaften wie seit Anbeginn der Archäologie und kiloweise vom Graben durchgescheuerte Arbeitshandschuhe. Und man kann sehr schön erkennen hier im Bereich der Beine, dass der rechte Oberschenkel hier rechtwinklig abknickt. Das ist also ein artifizieller Bruch, den hat man ihr beigefügt. Und wenn Sie das auflösen, hier die Beinhaltung, dann ergibt das einen regelrechten Knoten. Man hat hier also tatsächlich einen Knoten in die Beine gemacht. Christliche Grabriten oder heidnischer Aberglaube. Der Friedhof rund um die alte Kirche gibt immer wieder aufsehenerregende Funde frei. Wir haben sehr viele Kindergräber hier. Die Leute sind nicht sehr alt geworden, das können wir schon sagen. Die anthropologische Voruntersuchung hat also ergeben, dass sicherlich kaum jemand sehr viel älter als Anfang 30 geworden ist, mit einer Ausnahme bisher. Ansonsten hohe Kindersterblichkeit, das spricht also für ein hartes Leben der damaligen Menschen, die hier oben auf der Fränkischen Alb eben Ackerbau betrieben haben und Forstwirtschaft. Es war wohl ein Fehler, die Kirche vor knapp 30 Jahren abbrechen zu lassen. Sie dürfte eine der ältesten Steinkirchen Nordostbayerns gewesen sein. Der Bürgermeister, ein Architektenteam und der Archäologe besprechen, wie man die Grabungsstelle künftig der Bevölkerung zugänglich machen kann. Noch einige Wochen werden die Arbeiten dauern. Erst wenn alle Skelette geborgen und zugeordnet sind, können sie in einem Massengrab hier wieder ihre dann wohl letzte Ruhe finden.